Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute machen wir was ganz Besonderes. Ihr seht es schon, wir sind mal wieder auf dem Hof bei Mattes. Klappe die 100. wo wir mal wieder bei Mattes übernachten. Aber wo ist er denn? Ruf ihn doch mal. Mattes! Mattes! Ach, da vorne sitzt er ja. Wir wollen ein 24-Stunden-Video drehen und brauchen einen Schlafplatz. Ich könnte den Misthaufen anbieten. Nein, wir standen doch gerade schon davor. Ach so. Ihr wollt in meinem LKW schlafen. Ja, wir wollen da 24 Stunden drin chillen. Boah, da haben wir noch nicht über die Miete gesprochen. Das ist schon ein Luxushotel, wo ihr da schlafen wollt. Und du sollst uns auch noch ein bisschen rumkutschieren. Rumkutschieren. Ja, weil keiner von uns kann fahren. Ja, ihr dürft den wirklich nicht fahren. Weil das ein LKW ist, meine Kinder. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich muss jetzt erstmal schauen, ob der aufgeräumt ist. Wahrscheinlich nicht, so wie wir Mattes kennen. Seit der letzten Veranstaltung noch nicht wieder drin. Oha, ein Wohnzimmer. Hast du das noch nie gesehen, Hella? Nein, der ist neu. Oh, guck mal, Kinder. Sieht doch ganz nett aus. Komm mal rein. Wow. Hier ist euer Zimmer für die nächsten 24 Stunden. Hier oben habt ihr ein Bett. Oh, krass. Das ist sogar Bettwäsche. Ist aber voll klein. Also ich schlafe da oben. Vor allen Dingen, das, Hella, ist unsere Decke. Oh. Ich hab schon gefragt, wo die herkommt. Ja, dann tue ich noch mal mehr von unseren Sachen nach da oben, die du wahrscheinlich am Ende behalten Also hier oben habt ihr das Schlafzimmer. Mhm. Dann, hallo, können Sie bitte nicht einfach hier alles anpacken? Sorry. Ich zeige Ihnen doch gerade erst die Wohnung. Also nochmal, hier oben haben Sie das Schlafzimmer. Da ist das Bett. Mit einer Leiter. Ja, die brauchen Sie. Hier geht es jetzt weiter. Ich muss da erstmal selber mal gucken. Hier sind Kleiderbügel und ein Tisch. Den Tisch können Sie sich nämlich hier vor die Sitzlounge stellen. Das ist ja so praktisch. Um dann hier zu speisen. Und hier kann man sogar kochen. Kapella, du sollst nicht alles anpacken. Mann. Also, wir sind jetzt hier im Esszimmer gewesen. Okay. Jetzt gehen wir mal weiter in die Küche. Hier in der Küche habt ihr Wasser. Oder auch nicht. Irgendwie ein bisschen trauriges Wasser. Ich habe halt leider keine Ahnung, wie das funktioniert hier. Ich habe das alles noch nicht selber benutzt. Okay, dann holen wir unsere Sachen und richten es uns hier ein und du fährst uns zum Essen. Ja, ich muss auch sagen, dass wir in 5 Minuten los müssen. Ja, dann mal los, Hella. Essen und Wasser. Heute ist auch noch Sonntag, wir können halt nichts einkaufen heute. Nein. Wenn dann erst morgen. Und das ist dann für morgen. Das ist für morgen früh, genau. Und wir können halt nichts einkaufen, weil wir können ja auch nicht den LKW verlassen. Das heißt, wir müssen Mattes versklaven, dass er für uns alles macht. So, Hella, bist du bereit? Ja. Es ist jetzt 18.42 Uhr. Ab jetzt 24 Stunden bis morgen 18.42 Uhr. Wer als erstes den LKW verlässt, verliert. Wie oft auf Klo gehen? 3-mal. Okay. Los geht's, Mattes. Wir können abfahren. Okay, let's go. Let's go. Und da sind wir in der alten Heimat. Wir sind angekommen. Danke, könnt ihr uns gleich eine Karte bringen? Ja, machen wir. Aber vielleicht essen wir auch erst selber. Ja, also genau. Ihr habt ja Zeit, ne? 24 Stunden oder so? Ja, wir haben genug Zeit. Dann klettern wir nach oben. Wir haben auch Hunger. Viel Spaß. Danke. Es ist dunkel. Hella, gut, dass ich Lampen mitgebracht habe. Quetsch dich durch, noch mit deinem Bänderriss. Geschafft. Hier ist ein Lichtschalter. Oh, wir haben Licht. Könnt ihr schon mal den Tisch rauspacken? Ja, machen wir. Was wollt ihr denn trinken? Ich nehme eine Cola, bitte. Cola? Hella? Ich nehme eine Traubenschorle. Glaubst du, die haben das hier? Ansonsten ist eine vielleicht Sprite. Vielleicht noch komplizierter? Sprite. Okay. Sprite ist einfach. Wir richten uns das hier jetzt richtig herrlich ein. Tisch steht. Wow. Und jetzt können wir hier essen. Wie gemütlich. Aber irgendwie auch ein bisschen traurig. Alle sind jetzt richtig schön lecker essen zusammen. Und wir beide sitzen hier halt drin. Danke. Oh, und die Karte auch noch. Das Mini. Danke. Perfekt, danke. Die Bedienung kommt hier einfach rein. Prost. Prost. Hallo. Hi. Das Besteck bringe ich dir. Dankeschön. Super, danke. Aber dass wir hier so ganz normal bedient werden, ist doch auch schön, Tom. Ja, sehr schön. Erstmal guten Appetit jetzt. Guten Appetit. Das sieht richtig köstlich aus, dieser Cheeseburger auch. Was hast du dir jetzt eigentlich? Ich weiß nicht genau, was das ist. Irgendein Brot mit Gemüse drauf. Hört sich auf jeden Fall knusprig an. Sehr köstlich. Schmeckt es dir? Mhm, vorzüglich. Jetzt kam gerade der Nachtisch rein. Das sieht richtig lecker aus. Kaiserschmarrn. Sieht richtig lecker aus. Na, hat es euch gemundet? Ja, es war sehr lecker. Köstlich. Ich bring die Rechnung. Oh. Hast du ein EC-Gerät? Nee, heute gibt's eine Bar und ich würde dann hier einmal abräumen. Ja, vielen Dank. Ich muss noch meine Cola austrinken. Ich muss halt auf Klo, weil ich so viel getrunken habe. Naja, dann macht's das Glas wieder voll, oder? ich bekomme ein volles Glas und ich gebe ein volles zurück. Dann muss ich aber nicht bezahlen dafür, oder? Ja, das kannst du dann in der Küche ausmachen. Okay. Hella, ich werde jetzt den LKW das erste Mal verlassen und auf Klo gehen. Ich komme auch mit. 1 Minute, 37 Sekunden später. So. Wir sind schon wieder drin.
Ja, das hat keine 2 Minuten gedauert. Aber es tat sehr gut. Es tat sehr gut, aber jetzt dürfen wir auch nur noch 2-mal auf Klo gehen. Ja, aber das hat sich gelohnt. Ja. Hast du hier eigentlich überhaupt schon mal drin geschlafen? Nein. Noch nicht? Nein. Und was passiert hier? Oh Gott. Oh mein Gott. So, schlaf gut, ihr Süßen, ne? Ja, danke. Euch eine gute Nacht. Danke. Bringst du uns morgen früh Frühstück? Mal gucken. Vielleicht. Das wäre sehr toll. Wir überlegen uns noch was. Wir gucken mal, wann wir Lust haben. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Was wird. Ciao. So, ihr müsst wieder nach vorne krabbeln. Ich bin gespannt, wo du uns heute Abend absetzt. Oh, da überlege ich mir noch was Feines. Ich weiß noch nicht, wo ihr schlaft, genau. Ich bleib einfach hier stehen und ich steig erstmal aus. Was ihr macht, ist mir ja relativ egal. Und Hauptsache, du lässt den Schlüssel stecken. Hier auf Privatgelände darf ich vielleicht ja auch mal fahren. Nehm ihn lieber mit. Ich wollte schon, dass das Ding heile bleibt. Ich dachte, damit wir hier nicht die ganze Autobatterie leer machen, habe ich extra Lampen mitgebracht. Wer erinnert sich noch an die? Aus welchem Video? Ich kann mich sehr gut dran erinnern. Als wir campen waren auf dem Pony Paddock. Mit den Ponys. Deshalb mach mal den Lichtschalter aus. Ist das gut? Yes! Und auch gar nicht gruselig. Ich hänge jetzt eine hier hin und eine Aber hier. Es ist wirklich relativ dunkel. Ja, dann lass uns noch ein bisschen an, solange wir hier filmen. Willst ich schaue jetzt mal. Zum Erkunden musst du diese Lampe mitnehmen. Bequem? Ja, glaube ich. Ich bin einfach nur froh, dass ich auf dieser Seite schlafe und nicht so wie Tom, er muss hier neben mir schlafen. Wieso muss ich hier schlafen? Weil ich Angst habe, dass ich da runterfalle. Ja, und ich soll hier runterfallen oder was? Nein, ich bin kleiner und deshalb schlafe ich in der Ecke. Oh, aber es wird ganz schön knapp für dich werden, ne? Ja, ich glaube auch. Das ist hier heute schon Luxus. Hey, ich kann so richtig gut schlafen. Da kommt er wieder. Mathis, schau mal. Ist bequem da, ne? Perfekt. Ich lag da auch schon. Ich habe da Mittagsschlaf gemacht zwischen deiner Show und unserer Show. Oh, ja. Weil ich 7 Auftritte in deiner Show hatte. 7 Auftritte. Ein bisschen müde, muss ich sagen. Was machst du da? Dreh mal die Kamera so und ich sag dann so. Okay. Warte, so hier. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Irgendwas ist verkehrt, Ella. Ich hänge von der Decke. Das sieht sehr gruselig aus. Das sieht richtig schlimm aus, Ella. Ja, ich find's richtig gemütlich hier. Ja, kleiner Kokon da oben. Ich find's richtig gemütlich. Oh. Aber das Schlimmste wird sein, wenn wir hier uns zu zweit hin quetschen müssen. Das ist safe nur für eine Person gemacht. Ich komm jetzt mal hoch. Es klappt. Ja gut, aber ich liege hier echt am Abgrund. Also wenn ich mich einmal drehe, dann liege ich da unten. Hier ist echt nicht viel Platz. Komm noch näher. Ja, ich komme näher. Kann man nicht hier irgendeine Begrenzung hinmachen? Ich habe echt ein bisschen Schiss. Ich passe hier sogar rein. Unglaublich. Aber es wird trotzdem eng. Tom sagt, er braucht eigentlich einen Anschnallgurt. Jetzt versucht er es aber mal mit der Leiter. Die ist halt zu kurz. Das geht halt nicht. Aber ich glaube, du fällst nicht raus, Tom. Ja, glaubst du. Und morgen liege ich da unten und dann sagst du so. Und dann mache ich so auf. Oh, Tom. Falsch geraten. Lass das bitte einmal nachstellen, Nein. wie du da liegst. Bitte, Tom. Ach ja, was ein herrlicher Morgen. Wo ist Tom? Ach, guten Morgen. Ach, wo bin ich denn hier? Du hast dann einfach noch einen zweiten Bänderriss. Ja, ich glaube, da habe ich eher einen Genickbruch. Dann brauche ich auch keinen Bänderriss mehr. So, jetzt nehmen wir meine Käsefüße aus meinem Gesicht. Ich muss jetzt die Lampe hier irgendwo positionieren und dann lege ich mich hier hin und gucke Videos. Wir tun uns die Käsefüße gegenseitig ins Gesicht, aber dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Das ich glaube, stimmt. Das ist gut. Mein Spitzname ist Matthias Recki. Also schreibt mal bitte alle in die Kommentare. Matthias. Matthias. Einen Daumen nach oben für genau. Matthias. Und wenn ihr ihn trefft, dann sprecht ihn an mit Hi Matthias. Recki. Keine Fotos. Keine Fotos. Kein Autogramm. Wer mich Matthias nennt, ist raus. Ich bin hier noch drin, Matthias. Eigentlich du mag ja auch er kein das. Foto von mir. Oh. Eigentlich mag er das, wenn man ihn so nennt. Nee. Vertraut mir. Ihr seid so frech. Was macht ihr da oben? Seid ihr schon im Bett? Ja. Warum kuschelst du mit seinen Füßen? Füße Weil dieser eine Fuß muss gepflegt werden, der mit dem Bänderriss. Schaut mal, ich habe eine Disco-Kugel dabei. Jetzt geht die Party richtig los. Scheiße, Leute. Warum steht Was das denn so? Was ist da los? Fuck! Was ist das? Ich glaube, der LKW brennt. Du hast hier so eine Nebelmaschine. Scheiße, ihr müsst hier schnell raus, es brennt! Was ist mit dir? Wir dürfen nicht raus. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen hier 20 Stunden sein. Was machen wir denn jetzt? Du bist gruselig und machst uns einfach nur Angst. Nein, eigentlich ist Mathis, das... Warte, warum machst du sowas hier an? Ich wollte eigentlich nur eine kleine Party mit euch feiern. Oh, jetzt können wir hier nicht mehr atmen. Das ist das Oh Einzige, mein was Gott. Hier.
I said, was? Bring nur mein Ziel einfach hinaus, weil du nur dich und deine Liebsten brauchst. In die Schwärme springen, für 500 Likes, shoppen mit Valentino, Kutsche durch den McDrive. Für 100.000 Abonnenten, Hashtag Thomas fährt. Ja, niemals. Junge, man sieht gar nichts mehr. Ich kann auch nicht mal mehr Mathe sehen. Steht der da? Ich weiß auch nicht, wo er ist. Wow. Oh mein Gott. Leute, macht das nicht nach. So, hier oben ist noch ein bisschen Restqualm, aber das meiste ist schon wieder draußen. Da ist der Übeltäter, Brandstifter. Okay, ich hoffe, du kommst uns heute Nacht hier nicht besuchen. Wer weiß, was hier heute noch Bitte passieren nicht. Wird. Mathis ist jetzt gefahren und wir müssen jetzt Zähne putzen, Hella. Ja, ich habe hier die Zahnbürsten. Hast du die einfach so in deiner Tasche drin? Ja, ich mache das immer so. Da liegt meine, das ist ja widerlich. Es kommt immer noch kein Wasser raus. Wir müssen einfach mit einer Wasserflasche spülen. Irgendwie nicht so nice, naja. Gut, dann bei mir ist ein Haar dran. Schau dir das an. Das ist halt ekelhaft. Ja, deswegen legt man das nicht so einfach in die Tasche rein. Aber das ist echt das luxuriöste 24-Stunden-Video, was du bis jetzt hast. Echt so. Richtig gut. Ich hoffe, ich muss nicht nochmal auf Klo heute Abend. Ich hoffe es auch. Wo müssen wir dann überhaupt gehen? Wir sind hier halt bei Mattes Eltern auf dem Hof. Ja, wir können gar nicht irgendwo hin. Guten Morgen. Wie geht's? Wie hast du geschlafen? Schlimm. Ganz schlimm. Es war eisekalt. Es war wirklich eiskalt. Schlimm. Ich hab gezittert. Ich bin heute Nacht dann gegen diese Decke gekommen und die war komplett nass vom Morgentau ja. oder sowas. Oh, ganz furchtbar. Es war so kalt und es ist immer noch kalt. Ich habe mir gerade erstmal einen Pulli angezogen und hier draußen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ist schon alles in vollem Gange. Lisa sitzt hier um 7:30 schon auf dem Pferd. Daran solltest du dir mal ein Beispiel nehmen. Keine Reaktion. So wacht man doch gerne auf einem Bauernhof. Guten Morgen! Guten Morgen! Was macht ihr da? Wir aufrollen. Mittag hier. Mittag hier. Es ist 7:30. Wir schlafen dann normalerweise noch. So, Freunde, ich muss jetzt leider auf Klo gehen. Hella, ich werde meinen zweiten Joker einlösen. Ja. Und auf Klo gehen. Das ist sehr traurig, weil dann habe ich für die restlichen 10-11 Stunden hier nur noch einen Toilettengang über. Und da bin ich wieder. Hella macht sich auch gerade fertig hier. Yes, mir ist einfach viel zu kalt. Oh, nee. Es ist jetzt 9:04 Uhr, das heißt, wir müssen noch 10 Stunden fast, nicht mehr ganz 10 Stunden hier drin bleiben. Ah, du bist schlau, du nimmst einfach deine Zahnbürste mit auf Klo. Ich werde jetzt den LKW verlassen und auf Toilette gehen. Ah, so, jetzt fühle ich mich einigermaßen fresh. Ja. Das ging voll schnell. Ja, endlich. Ich werde hier jetzt Zähne putzen wieder. Oh. Hm, da sind noch die Reste von gestern. Lecker. Und du, was machst du jetzt? Ich schaue mal, was wir hier mitgenommen haben. Ich habe nämlich hier gar nichts eingepackt, sondern das war Tom. Yummy. Na, die gehen noch. Aber sind nicht mehr so nice, weil wir die einfach offen gelassen haben. Wir? Na. Aber ich habe noch was anderes eingepackt und zwar einmal Oatsam und Milch. Und ich dachte schon, die wird bestimmt warm, aber da es ja so arschkalt war, ist die bestimmt noch gut. Hallo. Wir haben Besuch. Schön beim Frühstück Mattes beim Training zu schauen. Sehr gut. Let's go. Guck mal, ich habe sogar mitgedacht. Was ist? Die ist komplett dreckig. Ist ja voll eklig. Ist nicht ganz sauber geworden in der Waschmaschine. Das ist Sand. Das ist aus dieser Tüte. So ist das halt beim Campen. Da muss man halt auch mal ein bisschen Sand zwischen den Zähnen haben. Ich bin gespannt auf diese Honey Pops, weil ich habe die noch nie gegessen. Das geht. Irgendwie ist das nur noch so ein Klotz. Ja. Yeah. Oha. Lecker. Milch. Ich hoffe, die ist noch gut. Der ist auch. Oh, das sind deine Haare, Hella. Das ist richtig ekelhaft. Guten Appetit. Es ist echt furchtbar. Ich hab keinen Hunger mehr. Warum nur? Wir essen alte Honey Pops aus einer dreckigen Schale mit einem Löffel, wo Haare dran hängen. Besser geht's doch gar nicht. Und? Man darf nur nicht dran denken, was ich gerade erwähnt habe. Hella klettert jetzt nach vorne. Was machst du da? Ich schau jetzt mal was bei der Arbeit zu. Ah. Das einzige Kino, was hier wirklich spannend ist. Sie hat nichts gefrühstückt, weil sie die nicht essen wollte. Mama? Oh. Sorry. Das wollte ich nicht. Normal. Oh! Das hat geklappt. Wir gucken jetzt hier Scheiße, Mattes. Leute, ey. Wir sind einfach ausverkauft über die YouTube-Videos. Weil es einfach langweilig ist. Und? Habt ihr einen Kommentar hinterlassen? Wir haben noch keinen Kommentar hinterlassen, weil wir das Video noch nicht zu Ende geschaut haben. So, aber ich lasse jetzt einen Daumen nach oben da. Das solltet ihr auch machen. Das sage ich immer zum Schluss.
macht einen Daumen nach oben, schreibt was Nettes in die Kommentare und abonniert meinen Kanal. Okay, macht einen Daumen nach oben. Hella hat schon mal einen Daumen nach oben. Macht das genauso bei unserem Kanal. Grundterrasse ist eröffnet. Geht's los, die Dachterrasse wird jetzt eröffnet. Einmal ganz kurz, das ist Mattes Bruder. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon kennt aus den Videos. Hatten wir dich schon mal in einem Video drin? Aber das ist Simon. Er ist der beste Handwerker der Welt und er hat gerade die beste Idee gehabt, dass wir hier uns auf dem Dach sonnen können, weil es ist so gutes Wetter und wir sind hier drin. Und wir müssen hier also, drin sein. Kletter aufs Dach. Oh, ist das. Oh, dreckig. Ich wollte erst sagen herrlich, aber es ist sehr dreckig. Ja, los, rauf da. Oh, das ist ja herrlich. Hier hat man einen guten Ausblick. Ja. Richtig schön. Danke für die Top-Idee. Ja, gerne. Ah, oh, herrlich. Oh, ist das Dankeschön. Nice. Hella macht jetzt hier ein bisschen Morgen-Yoga auf dem Dach von LKWs Mattes. Von Mattes LKW. Von LKWs Mattes. Er hat gerade erstmal eine halbe Stunde geschlafen oder eine Stunde, keine Ahnung. Die Sonnenstudio-Zeit ist zu Ende. Ja, es ist zu heiß, wir verbrennen da. Oh, das war ja herrlich. Ja, mal gucken, wie spät es jetzt ist. 12.30 Uhr. Ach, die Hälfte des Tages ist schon rum. Wir bekommen endlich Verpflegung. Yeah, vielen endlich. Dank. Günther kümmert sich Günther um seinen lässt Nachbarn. Uns nicht verhungern. Nicht so wie Mattes, der Gastgeber. Wo ist Mattes? Danke. Dankeschön. Ah, endlich das Aufbrühstecken um fast 13 Uhr. Mmh, lecker, lecker. Ich hatte auch echt Hunger langsam. Oh, es ist so warm hier drin irgendwie. Hier staut sich so richtig die Hitze drin. Guck mal, wir haben Besuch. Klontje. Hi. Klontje. Oh, na du. Du bist eine Maus. Das ist ein Hund. Oh, Klontje ist so ein süßer Hund. Oh, du bist so süß. Oh mein Gott. Sagst du zum Dach? Das ist dreckig. Ich finde, da ihr eh nichts zu tun habt und ich ein Gut bei euch habe, weil ihr beim LKW schlaft, könnt ihr das Dach sauber machen. Ich kann euch auch einen Hochdruckreiniger hochgeben. Ja, das macht Spaß. Ja. Den nehme ich wohl. Dann geh schon mal aufs Dach. Seid ihr bereit? Jetzt kommt Turbo-Reiniger Tom. Ja. Du sollst das Dach sauber machen. Also ihr wisst schon, dass wir auch mit dem Schlauch euch nass machen können. Ihr kommt da nicht weg. Yeah, oh, das stimmt. Okay. Sorry. Oh, das war der falsche Knopf. Ich finde das so satisfying. Das ist richtig satisfying. Ich hole den zweiten Transporter. Ja, perfekt. So, Freunde, ich bin fertig. Man sieht, es ist immer noch dreckig, weil diese Flecken hier einfach nicht richtig weggehen. Aber wenn ihr nochmal 10 Sekunden zurückspult, dann seht ihr, wie dreckig es vorher war und wie sauber es verhältnismäßig jetzt ist. Und ich habe auch schon meinen Folgeauftrag, den Transporter von Lisa. Aber ja, dafür müsste ich jetzt meinen letzten Joker einlösen, um den auch noch zu putzen. Also es ist 2:30. Ich kletter jetzt mal rüber auf den anderen. Da geht's. Jetzt gibt's Verstärkung oder Stärkung, nicht Verstärkung. Verstärkung. Viel Spaß noch, ne? Danke. Danke. Sorry. Ich zeige euch jetzt hier auch nochmal das Vorherergebnis. Da hinten sieht man schon, wie krass weiß das wird. Aber bis jetzt sieht der überall so grün aus. Also die Kiste hier ging wesentlich schneller. Das hat keine Viertelstunde gedauert. Und dann ist sie wieder blitzeblank und hat auch nicht so viele Stellen wie die da drüben. Aber ich glaube, der LKW, der ist einfach schon ein bisschen älter. Und der hier wurde ein bisschen besser gepflegt. Aber sehen beide wieder ganz gut aus. Ich frage mich, was Hella macht. Ich bin jetzt gerade schon dabei, alle Sachen zusammenzupacken, weil ich hier so schnell wie möglich raus muss. Ich sag's euch, also ich möchte meinen Joker halt noch nicht aufbrauchen, weil ich bestimmt irgendwann nochmal auf Toilette muss. Aber es ist hier sowas von heiß. Wir stehen hier halt genau in der Sonne. Mattes ist nicht da. Mattes ist jetzt nach Hause gefahren. Zu sich und ich brutzel hier vor mich hin und mir geht's echt nicht gut. Ich würde am liebsten einfach gerade abbrechen, aber ich packe jetzt einfach schon alle Sachen zusammen, damit wir das später nicht mehr machen müssen und einfach nur noch rausrennen können. So schlimm ist es gerade. Also es ist wirklich nicht angenehm und obendrauf kann ich mich ja jetzt auch nicht hinsetzen, weil das da ja alles nass ist. Mattes ist wieder da. So, komm mal vorne, es geht los. Wohin? Oh, wir machen noch einen kleinen Ausflug. Ich habe noch ein paar Termine und nehmen wir jetzt einfach mal mit. Okay. Es ist übrigens schon 17.47 Uhr. Die, oh nein! Wie spät ist es denn? Es ist eigentlich 16.44 Uhr. Noch 2 Stunden. Oh. Ich habe mich gerade schon gefreut, dass wir es bald geschafft haben. Was machen wir hier? Wir sind hier jetzt bei der VGH-Versicherung. Ja, genau. Da drüben wahrscheinlich. Was ist das? Belluno? Eis, Kaffee und Frühstück. Also Frühstück wird es nicht sein, Kaffee mögen wir, also. Ich gehe jetzt ein Eis essen. Ich komme mit. Hella. Ich darf ja noch einmal raus, Tom nicht mehr.
Ah. Und ich habe meine drei Male schon verbraucht und darf jetzt nicht mehr das Auto verlassen. Das ist blöd, wenn man so eine gute Verdauung hat, ne? Hä? Dass man so oft raus ich, muss. Weißt du, wofür ich meinen letzten Joker eingesetzt habe? Für Lisas Dach. Nee. Ja. Hättest du doch von meinem LKW aus sauber machen können. Nee, das ging nicht. Das ging nicht. Du musst mir ein Eis geben. Ehrenmann. Ja, ich weiß. Dafür hol ich dir jetzt ein Eis. Das ist sehr nett, danke. Also hier haben wir das Eis. Für Tom haben wir uns jetzt einfach irgendwas ausgedacht. Und ich habe jetzt richtig lecker Joghurt und Schokoteller. Mmh. Wonach schmeckt's denn? Also ohne Erdbeere. Falsch. Drachenfrucht? Nein. Himbeere? Ja. Oh. Und oben? Stracciatella? Richtig! Ja, wow, surprise! Ich habe richtig lecker Joghurt und Stracciatella. Wir haben alle Stracciatella genommen, weil das einfach eine leckere Sorte ist. Das ist unsere Gang-Eissorte. Gang-Eissorte. Wir sind wieder zu Hause. Zu Hause. Hallo, ne? Was macht ihr das da? Das ist mein Kind. Er ist jetzt auch schon mittlerweile 380.000 Monate alt. Es ist 18.08 Uhr. Wir haben noch halbe Stunde ungefähr. Warum schnallst du dich auf meinem Sitz an? Ich habe gedacht, du hast noch nicht mal einen Führerschein für dieses Ding. Wir sind auf Privatgelände und ich dachte, die letzte halbe Stunde nutzen wir. Das macht es mir noch mal eine kleine Fahrstunde hier. In dem Gefährt gibt, in dem wir die letzten 23,5 Stunden verbracht haben. Ich glaube, ich habe hier mehr Zeit drin verbracht, als du in diesem LKW. Richtig. Ja, 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 Fahrzeit. Ich habe hier schon viele Fahrstunden. Ja, komm. Nee, Mathis, ich habe Angst. Komm, freuen Mathis. Also ich glaube, Treckerfahren ist schwerer. Man muss nur mal große Wendekreise nehmen. Ich gebe mein Bestes, dass wir wieder da ankommen, wo wir gestern angefangen haben. In der Kamera musst du gucken, dass du nicht gegen die Kutsche fährst, weil da steht eine Kutsche. Da ist eine Kamera. Ja, aber die Kamera ist spiegelverkehrt. Ist komplett blöd damit zu fahren. Okay. Tada! Hier, schaut es euch an. Da. Wow, perfekt. Wir fahren noch einen Meter zurück. Und noch einen Meter zurück? Nein, weiter. Ist reich. So, perfekt. So macht man das. Das ist super gemacht, Tom. Dankeschön. Nochmal. Woo! Nee, reicht jetzt. Okay. So, ich würde dann wieder aussteigen. Oh, also super so ein bisschen geschwitzt habe ich schon. Aber weil es so warm ist natürlich. Ich freue mich einfach so, wenn das Video gleich zu Ende ist, ehrlich gesagt. Weil erstens haben wir dann hier 24 Stunden drin ausgehalten. Und zweitens grillen wir als Belohnung. Als Belohnung. Das Ding ist halt, alle Leute hier auf dem Hof arbeiten den ganzen Tag und deswegen grillen wir. Und die beiden gammeln den ganzen Tag an diesem LKW und dürfen mitgrillen. Das ist unsere Belohnung. Wofür? Ja, dass wir es ausgehalten haben. Wir mussten hier bei 30 Grad, ihr konntet das Wetter genießen so. Ich habe da oben das Dach geschrubbt. Heute Morgen, ohne Scheiß, ich komme hier rein und ist zu kalt. Jetzt 30 Grad. Kann man ja nicht voraussehen, ne? Und es ist 18.43 Uhr. Wir dürfen jetzt auf jeden Fall raus. Nee. Wieso nicht? Ich lasse euch hier nicht raus. Juhu, wir haben es geschafft. Ja, endlich geschafft. Wie toll. Ich bin so stolz auf euch. Ihr habt es geschafft. Ja. Springt übers Ziel einfach hinaus. Und bleibt einfach 24 Stunden in meinem LKW. Danke, dass wir in deinem LKW jetzt dürft ihr in den Teich springen. Ja. Für 500 Likes. Dann gehen wir grillen. Mit der Kutsche durch den Teich. Ach, ist das herrlich, endlich wieder Grund unter dem Boden zu haben. Grund unter dem Boden, Grund genau. Unter den Füßen. Denkt auf jeden Fall an den Link in meiner Infobox, da kommt ihr ja zum Spiel Heyday. Und jetzt gehen wir grillen. Spielst du Heyday? Ja. Ich auch. Jetzt ohne Witz? Ja, Heyday ist ein Megaspiel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ganz wichtig, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Und abonnieren nicht vergessen. Okay. Also meinen Kanal abonnieren, das ist das Nein, nur diesen Kanal. Tschüss. Tschüss.